Der erste Verfolger der Bullen aus Salzburg in der Tabelle ist also Rapid. 7 Punkte Rückstand in der Tabelle, das haben wir gesehen. Seit 7 Bundesligaspielen unbesiegt und 4 der letzten 5 Bundesligaspiele auch gewonnen. Auch hier natürlich wieder eine ganz wichtige Testfrage jetzt für dich. Wer ist denn hier der wichtigste Spieler bei Rapid? Ja, also ich glaube, die haben mehrere wichtigste im Moment. Also die Torschützen sind verteilt auf die gesamte Mannschaft eigentlich. Das zeichnet sie im Moment auch aus. Auch das können wir natürlich mit einer Grafik belegen, was Roman Mählich hier im Test beantwortet. Rapid hat in dieser Saison 12 verschiedene Torschützen. Das heißt schon einmal, dass im Training bei Rapid jeder auch schießen trainieren darf. Ja, anscheinend. Aber das dürfen sie bei anderen Mannschaften auch, nicht nur bei Rapid. Ja, und wir wollen uns natürlich auch anschauen in einer anderen Grafik, wie diese Ausgeglichenheit der Saisontorschützen in Zahlen genau ausschaut. Das sehen wir hier. 33 Tore erzielt. 12 Torschützen. Die letzten 6 Tore von 6 verschiedenen Spielern erzielt. Ja, und da hänge ich natürlich dann gleich auch noch eine Frage dran mit dem Blick auf die Aufstellung von Rapid. Kannst du uns was jetzt schon vor dem Spiel prophezeien? Terence Boyd ist einmal zurück wieder in der Mannschaft. Boyd ist dabei, genau. Was auffällt ist, Burgstaller diesmal nicht dabei. Boskovic bekommt eine Pause, dafür spielt Hofmann. Nach meinen Informationen ist es so, dass Boskovic heute geschont wird, Hofmann im nächsten Spiel, vor dem wichtigen Spiel in Kiew. So, glaube ich, ist es von Zoran Basic gedacht. Und sonst ist eine die erfolgreiche Mannschaft. Also das zeichnet wirklich die Truppe von Zocke aus. Er kann rotieren, wie er will. Er hat Erfolg im Moment. Egal, wer spielt, die Mannschaft zahlt sich mit Leistung zurück. Und von daher kann man den Tabellenplatz auch locker erklären. Ja, bis auf Stefan Paller und Danny Allah sind alle fit. Zoran Basic hat viele Möglichkeiten heute, auch von der Bank, gute Optionen. Bringt mich gleich zu noch einer Frage. Der ist sehr gut beim Einwechseln, hat ein gutes Händchen, hat schon einige Joker gebracht, die dann auch getroffen haben. Weißt du vielleicht, wie viele? Ich weiß es, glaube ich zu wissen. Es müssten 6 sein. 6 und 7 Joker und 7 Joker. Eine sehr interessante Statistik hat Rapid zu Buche stehen. Zoran Barisic, 12 verschiedene ihrer Spieler haben in dieser Saison bereits getroffen. Wie beruhigt kann man angesichts dieser Statistik in dieses heutige schwere Auswärtsspiel bei Ried gehen? Das ist schön. Es zeigt, dass wir sehr viele Spieler im Team haben, die torgefährlich sind. Allerdings beginnt dieses Spiel bei 0:0 und geht davon aus, dass unser Ried nichts schenken wird und wir uns alles hart arbeiten müssen. Wie muss man es heute vom Spielerischen her anlegen, um diese sehr imposante Serie, 11 Pflichtspiele in Folge, hier fortzusetzen im Innviertel? Ja, in erster Linie wollen wir unser Spiel durchziehen. Das heißt, wir wollen agieren, wir wollen den Gegner unter Druck setzen, wollen permanent nach vorne spielen, den Gegner kaum Raum überlassen, um zu kontern oder um durchzubrechen. Ja, und in erster Linie ist es so, dass wir mit der Mentalität ins Spiel gehen, dass es auf uns drauf ankommen muss. Ja, und Rapid war nicht unerfolgreich gegen Ried, auch wenn das letzte Duell hier 3:2 in die Rieder gegangen ist. Aber Rapid hat gegen Ried fast immer zweimal getroffen. Sollten heute 3 Rapid-Tore fallen, lieber Roman, dann gibt es ein Jubiläum. Welches denn? Dann, glaube ich, hat Rapid 2500 Tore in der Bundesliga geschossen. Ja, unfassbar, wunderbar. Ja. Jetzt geht's los. Ich würde sagen, wir starten die Partie. Und meine letzte Frage an den Roman ist, wer ist der wichtigste Mann für die nächsten 90 Minuten hinter dem Mikrofon? Boris Kastner-Jirka natürlich. Also ich habe heute in unserem Vorlauf schon einiges sehr Interessantes gelernt und wir wollen Sie weiter mit interessanten Inhalten versorgen in den kommenden rund 2 Stunden. Und wie Sie ja alle wissen, dann ist ja bei der spannenden PISA-Studie die Sache vor allem für viele Schüler so, dass da eben Mathematikkenntnisse, Lesekompetenz und Naturwissenschaften abgefragt werden. Und heute bei der für viele Fußballfans hoffentlich ebenso spannenden Ried-Studie, da stehen Kenntnisse in Bewegung und Sport, Spielkompetenz und Naturtalente im Mittelpunkt. Und die Testergebnisse, die werden nach ca. 90 gespielten Minuten vorliegen. Herzlich willkommen und freue mich, dass Sie mit dabei sind, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Live-Spiel der 18. Runde in der Tipp 3 Bundesliga. Die Mannschaften sind bei frischen Temperaturen, eisigen Temperaturen hier auf den Rasen gekommen und machen sich für dieses Spiel bereit. Es gibt seit wenigen Tagen auch hier
eine Rasenheizung, die seit Montag in Betrieb ist und dafür sorgt, dass die Unterlage, der Untergrund eigentlich perfekt vorbereitet ist für dieses Spitzenspiel der Runde. Die SV Joskurit empfängt Rapid Wien. Schiedsrichter der Partie, das ist Alexander Hackham, der heute auch ein kleines Jubiläum feiert. Er leitet sein 100. Spiel in den österreichischen Bundesligen als erste und zweite Liga und heute zum 57. Mal in der Tipp-3-Bundesliga ist er der Schiedsrichter Alexander Hackham, der junge 32-jährige Grazer. Stimmung ist gut, natürlich bei den mitgereisten Rapid-Fans, die auch hoffen, dass die grün-weiße Erfolgsserie weitergeht, wie viele Rapid-Fans vor den Fernsehgeräten. Aber es ist auch für Joskurit ein wichtiges Spiel, denn im Moment kann man nur mit einem Sieg gegen Rapid den Anschluss an Platz 3 in der Tabelle aufrechterhalten. Also, da gibt es auch nichts zu verschenken. Eine wichtige Partie und wenn Ried erfolgreich war gegen Rapid, das war nicht allzu oft der Fall in den letzten Duellen, dann waren es meist hart erkämpfte Heimsiege. Terence Boyd haben wir da schon gesehen, der heute wieder ganz vorne spielt bei Rapid. Starkel hat ja zuletzt seine Sache sehr gut gemacht beim 3:0 Heimsieg gegen Wacker Innsbruck. Aber auch das haben wir schon gehört, es wird wieder rotiert bei Rapid. Wieder ist die Aufstellung ein bisschen verändert worden. Und einige Umstellungen aufgrund von Ausfällen bei den Riedern. Und da wird interessant zu verfolgen sein, wie die Mannschaft von Michael Angerschmidt das Fehlen von zwei absoluten Schlüsselspielern wettmachen kann. Denn nicht nur Gartler ist zu wichtig für dieses Team, auch Walch, der gemeinsam im offensiven Mittelfeld mit Schul und mit Möschel immer wieder sehr erfolgreich und sehr kreativ gespielt hat. Andreas Schicker, der linke Verteidiger der Rieder, mit dem Versuch des langen Balls in Richtung Kragel, der aufgerückt ist in die Offensivreihe, der zuletzt zumeist defensiv gemeinsam mit Trauner gespielt hat, heute an der Seite von Schul, links außen in der Offensive bei den Riedern. Schul, auch in den Mittelpunkt gespielt hat mit guten Leistungen, die auch schon das Interesse von Salzburg-Trainer Roger Schmidt geweckt haben dürfte, der auch zuletzt gemeint hat, das ist ein sehr interessanter Spieler. Robert Schul, da ist er wieder, hart bedrängt von Sonnleitner, aber kein Foulpfiff, Spiel geht weiter, die Rieder holen sich den Ball zurück. Trauner mit dem Wechselpass. Energisch, dynamisch, wie wir das zuletzt auch immer wieder gesehen haben. Sabitzer, der hier gefolgt wird und Freistoß für Rapid knapp in der Hälfte des Gegners. Ja, klare Sache. Geht in Ordnung, dieser Foulpfiff gegen Gernot Trauner. Widra, der heute eben auch von Beginn an mit dabei ist bei Rapid, kam zuletzt in der zweiten Spielhälfte statt Boskovic. Heute ist er gesetzt, gemeinsam mit Behrens. Und gleich einmal für die Spieleröffnung verantwortlich. Schaub. Ja, ein bisschen zu lässig, zu ungenau. Gutes Attackieren von Perstaller und die Rieder kommen. Keine schlechte Flanke, war schwer zu nehmen. Möschel hat verfehlt, aber noch einmal.
Der Versuch der Rieder in den Strafraum zu kommen, diesmal klappt es nicht. Hier noch einmal diese Aktion, die Flanke, die gar nicht schlecht kommt, aber da ist er, Patrick Möschl, der diesen Ball nicht so übernehmen kann, wie er sich das vorgestellt hat. Und daher keine Gefahr zunächst einmal für das Tor von Jan Novota. Das ist zu steil für Steffen Hoffmann. Der Versuch von Vidra, das Spiel hier bei Rapid in der Offensive, in der Vorwärtsbewegung schnell zu machen. Stöller zurück ins Abwehrzentrum zu Thomas Reifelshammer. Trimmel nutzt diesen Fehler aus, noch immer Trimmel und Sabitzer mit der Ferse. Schnell gespielt, dann war auch ein bisschen Glück dabei, aber keine Gefahr für Thomas Gebauer im Tor der Rieder. Noch einmal wieder. Ja, wie gewohnt, die Spielauslösung bei Rapid. Die beiden Innenverteidiger gehen an die Seitenlinien. Petzos oder auch Vidra, einer der beiden, lässt sich weit zurückfallen. Die Außenverteidiger ziehen weit auf und dann sollte die Spieleröffnung kommen. Das hat gut funktioniert. Schaub, Beuth. Gebauer, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Man sieht ganz klar und deutlich, dass die Rapid-Spieler genau das versuchen, was sich Zoran Barisic für seine Mannschaft zum Ziel gesetzt hat, vorgenommen hat, zu agieren. Wittler dominieren, ganz klar Hoffmann. Versuchte Kopfballablage für Beuth. Sabitzer wieder mit der Ferse, der Versuch. Die Rieder müssen sich einmal aufs Kontern verlegen in diesen ersten Minuten. Aber ganz sicher gespielt von Sonnleitner gemeinsam mit Goli Jan Novotar. Wieder Rapid. Ein, zwei Passes über Schaub und Sabitzer und wieder Schaub und man ist schon im Zentrum. Beuth.
Primel setzt nach. Rieder kommen kaum heraus. Gefährlicher Querpass, aber Gebauer ist aufmerksam und sichert den Ball. Sehr guter Beginn von Rapid. Die sind aktiver, die sind schneller, die sind präsenter in den Zweikämpfen. Baumgartner, der Mann, der neu spielt, rechts in der Verteidigung bei den Riedern. 19-jähriger junger Abwehrspieler. Berstaller gut gestört von Sonnleitner. Und ist gute Flanke. Eine sehr gut hereingebrachte Flanke von Andreas Schicker. Dann ein Foul im Zentrum und der Freistoß für Rapid. Schul stützt sich auf. Aber der Große, 1,89 Meter. Seine Körpergröße hätte da durchaus schon viel mehr Gefahr sorgen können bei dieser guten Flanke von Andreas Schicker. Kovac, Schul. Aber gut gegangen, Fehler von Reifelshammer war das. Mit dem taktischen Foul am Mittelkreis. Mission erfüllt, der Rieder-Angriff, der Rieder-Schwung wurde gleich einmal gestoppt. Rapid kann sich formieren. Da war Trimmel noch nicht bereit, war nicht aufmerksam genug und hat dann zu wenig Zeit gehabt, dann noch zu reagieren. Aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, da sich rechts außen an der Riederabwehr vorbei zu kombinieren. Sonnleitner gegen Berstaller. Wiederer, der viele Bälle gewinnt und behaupten kann im defensiven Mittelfeld bis jetzt bei Rapid. Verlust bei den Innviertlern, früh in der Vorwärtsbewegung, also Trainer Michael Angerschmidt. Der zuletzt zwar diese letztendlich klare Niederlage in Salzburg mit ansehen musste,
In einer Partie, in der die Rieder allerdings recht lange gut dagegen gehalten haben und erst das umstrittene zweite Tor der Salzburger aus Abseitsposition hat dann irgendwie die Mannschaft gebrochen. Da war der Widerstand dann weg. Aber davor haben es die Rieder den Salzburgern durchaus auch mit Erfolg recht schwer machen können. Ja, sehr zufrieden war auch zuletzt gegen Innsbruck, gegen einen Gegner, der sehr defensiv gestanden ist, hat man sich viele Chancen erspielen können, hat immer wieder die Lücke gefunden. Die Chancenswertung, die war nicht optimal bei Rapid. Heute die nächste Gelegenheit, hier auswärts in Ried. Druck von Rapid nach wie vor. Rieder kommen kaum geordnet aus der eigenen Hälfte. Kontrolliert. Sabitzer hat Platz. Noch immer Sabitzer für Hoffmann. Abseits. War vielleicht auch der Ansatz da, das Ganze dann am Ende ein bisschen zu kompliziert zu spielen, zu schön, zu viel. Von Dibon. Aber die Fiddler können den Ball nicht in der eigenen Mannschaft halten. Petzos. Guter Pass für Petzos. Für die Heimmannschaft und es ist der Verteidiger Andreas Schicker. Aber die Rapidler haben den Ball und kommen über Schaub. Das ist auch schön, dieser Ball. Abgefälscht. Novota. Man muss rauskommen und ist als erster rechtzeitig aus grün-weißer Sicht am Ball. Frühes Stören von Beuth, sehr listig, werden die Rieder zum Ballverlust gezwungen. Sabitzer und Gebauer mit einer ganz wichtigen Abwehr. Riesenchance für Rapid, durch Sabitzer hier in Führung zu gehen nach knapp 20 Minuten. Ausgangspunkt für den Ballgewinn, das frühe Attackieren von Beuth. Dann kommt der Ball sofort wieder schnell in die Spitze. Kein Abseits, perfektes Timing und Sabitzer ist auf und davon. Versucht es hier flach
in Richtung kurze Ecke. Aber gute Reaktion von Gebauer, der da schnell unten ist, sich entsprechend breit macht und das 0:0 sichern kann in dieser heiklen Situation. Erste wirklich gute Tormöglichkeit in dieser Partie. Der Sabitzer, der ja heute Burgstaller ersetzt in der Startformation bei Rapid. Hier in Ried sind noch keine Tore gefallen am Ende dieses langen und hoffentlich interessanten Fußball-Bundesliga-Abends. Sind es dann hoffentlich eben viele Treffer, die Sie dann alle sehen können ab ca. 22.45 Uhr. Da lautet das Motto dann Sport am Mittwoch, alles Fußball. Da gibt es dann auch die Kurzberichte der anderen Partien dieser 18. Runde in der Tippel-Bundesliga. Oliver Kagel. Er bringt den Ball auch noch zur Mitte. Und die Rieder versuchen nachzusetzen. Schicker. Kagel wieder für Schicker. Und die Bahn. Sehr schöne Kombination. Erster wirklich gut vorgetragener Spielzug. Hier das gute Nachsetzen bei den Riedern. Und dann muss die Bahn klären. Für die Gäste aus Wien. Ein bisschen Glück hier, da geht der Ball durch die Beine von Trimmel. Aber sehr schön von Kage für Schicker, der aufsieht. Aber Dibon hat da noch Entscheidendes dagegen, gegen den erfolgreichen Abschluss dieser schönen Rieder-Kombination. So, weniger schön. Schau. Na, Idee gut, Ausführung schlecht, so ungenau von Patrick Möschl. Und hier noch einmal die erste große Rapid-Chance durch Marcel Sabitzer. Und ebenso oder die wirklich gute Parade von Thomas Gebauer. Und Salzburg sehr gut gespielt hat, einige tolle Paraden gezeigt hat gegen die Bullen. Es ist heute übrigens auch das Duell der beiden Mannschaften, die am besten und am erfolgreichsten mit Standardsituationen umgehen in der Bundesliga in dieser Saison. Und jetzt sehen wir eine solche Standardsituation. Einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums. Jeweils 8 Treffer haben Rapid und Ried nach Standardsituationen erzielen können. Machen die Rieder aus diesem Freistoß. Sie zwingen Novoda zu dieser Faustabwehr und dann der Pfiff von Schiedsrichter Alexander Hankam für Rapid. Er war letztendlich ein bisschen zu zentral angetragen von Krage. So unangenehm für Novoda, der den Ball da spät sieht. Aber hat nur einen kleinen Schritt nach links machen müssen, um diese Situation zu bereinigen. Ja, zweite gute Möglichkeit für Josko Ried in dieser ersten Spielhälfte.
Fehler von Petzos. Fast klappt es da mit der Herunternahme des Balls. Für Steffen Hoffmann. Petzos. Vorteil für Rapid. Schwieriger Ball für Möschel, der ordentlich geprüft wird von seinem Mitspieler und Stürmer Julius Bärstaller. So, mit Verzögerung die erste gelbe Karte in dieser Partie für Julian Baumgartner, den jungen 19-jährigen Rechtsverteidiger. Das war es noch nicht. Danach kommt es dann hier. So sicher bin ich mir da gar nicht, ob diese gelbe gerechtfertigt ist für den 19-Jährigen, der vor 2 Jahren mit 17 schon sein Debüt gefeiert hat in der Bundesliga, der von den Amateuren hochgezogen worden ist. Heuer ja, 3 Einsätze gehabt hat und zuletzt vor einigen Wochen beim 4:0 gegen Innsbruck, zuletzt eben in der Startelf war bei den Riedern Julian Baumgartner mit der Nummer 15. Was für eine Möglichkeit und wieder eine gute Parade von Thomas Gebauer. Nächste Top-Chance für Rapid durch Dibon, der nach diesem langen Ball die Chance hatte, per Kopf hier die Führung zu erzielen. Aber es steht weiter 0:0 in einem Spiel, in dem sich die Zahl der Chancen jetzt deutlich erhöht hat in den letzten Minuten. Schaub. Für Terence Boyd. In der Mitte Hoffmann und Schaub. Trimmel. Von Christopher Trimmel. Hier noch einmal. Zunächst spielen die Rapidler den Ball wieder zurück und dann dieser lange Ball in Richtung zweite Stange und da löst sich Dibon perfekt. Schicker ist unaufmerksam. Kagel ebenso. Dann ist der Kopfball nicht perfekt genug gesetzt, um Thomas Gebauer hier aus kurzer Distanz zu überraschen. Den Ball, holt ihn dann aber zurück, aber schon wieder ist er beim Gegner. Schon wieder Ball. Und zunächst hat Möschel schon ein bisschen mit den Armen gearbeitet, da gab es keinen Pfiff, dann das Foul von Schrammel und jetzt Freistoß für die Heimmannschaft, Freistoß für Rietz.
Sonnleitner angeschlagen nach dieser Attacke von Schul. Ja, ja, mit dem Ellbogen arbeitet er da unfair gegen Sonnleitner. Eigentlich ein klares Gelb-Foul von Robert Schul. Gelbe gibt's nicht. Das Ganze vor den Augen von ÖFB-Teamchef Marcel Koller, der hier zu Gast ist, der einer von rund 4.100 Fans ist in der Keine Sorgen Arena von Ried. Ein Torschuss für die Statistik, viel mehr war es nicht. Da hat er keine Chance, Jan Novota zu bezwingen. Außer der hat ein völliges Blackout, aber dazu ist er an sich in den meisten Fällen zuverlässlich. Der 30-jährige Slowake Jan Novota. Wieder Bärstaller. Die Spieler sind jetzt deutlich besser im Spiel als in den ersten Minuten. War an sich gut. Schul hat sich da gut gelöst, aber dann die Weiterleitung des Kopfballs hat sich nichts mehr draus ergeben. Keine Gefahr. Versucht es direkt für Schauber, aber das ist viel zu ungenau. Schul. Unangenehm. Kommt der Ball für Jan Novota, aber der bleibt da ganz ruhig und greift sicher zu bei diesem Weitschuss von Robert Schul. Das Ganze nach dem schnell abgespielten Freistoß nach dieser Foul-Attacke an Oliver Krage. Bälle auf dem Spielfeld. Weiter geht's. Eine ist schon weg. Schul. Ja, das ist schwierig natürlich für Möschel, der da nicht damit rechnen kann, dass er da vielleicht doch noch an den Ball kommt, dass er da die Chance bekommt. Hier kurz die Verwirrung. Zwei Bälle, aber es wird sehr gut und schnell geklärt von Andreas Schicker. Und dann geht's weiter. Und dann ist Schrammel da noch entscheidend am Ball. Wichtig für Rapid. Wieder arbeiten sich immer mehr Spielanteile jetzt in diesen Minuten. Haben die Kontrolle übernommen. Hitler jetzt vorwiegend mit Defensivaufgaben beschäftigt. Jetzt vielleicht der Konter. Ah, aber da folgt ein Pfiff.
und Sabitzers Sprint war umsonst. Gut gestört und zu diesem Pass ins Out gezwungen von Per Staller, der den Ballgewinn ermöglicht hat für die Rieder. Schulkopfballsieger gegen Sonnleitner, Per Staller. Zinum, Gartner, Fagel. Das war der eine Haken zu viel und Hoffmann mit der Einleitung des Konters. Fehler. Hier steht es also hin. Weiter 0:0. Aber ich darf Sie schon jetzt darauf aufmerksam machen, es gibt einen weiteren sehr, sehr interessanten Fußballtermin in dieser Woche am kommenden Freitag. Sie wissen schon, was passiert da? Richtig. Da wird die Fußball-WM-Endrunde in Brasilien ausgelost. Da werden wir dann wissen, wer in welcher Gruppe spielt. Und auch das können Sie live sehen in ORF 1. Spannende Sache, vor allem, weil ja diesmal aufgrund der, ja, sehr interessanten, formulieren wir so, Topfeinteilung, sehr spannende und vielleicht so nicht erwartete Vorrundengruppen zustande kommen können. Mal sehen, was der Freitag bringt. Jetzt warten wir, was die letzten Minuten dieser ersten Spielhälfte bringen. Probiert vielleicht mit den klareren, mit den zwei besseren Tormöglichkeiten, aber die Rieder zuletzt bei weitem nicht mehr so zögerlich und zurückhaltend und unter Druck wie in den ersten Minuten dieser Partie. Zweite Chance für eine Flanke, für eine Hereingabe. Und das ist die perfekte Vorlage für den Mann, der die Tore schießt, wenn Gartler nicht trifft. Die perfekte Vorlage für Robert Schul. Minuten sind gespielt. Ried führt hier gegen Rapid mit 1:0. Und Robert Schul trifft ein weiteres Mal. Zuletzt 4 Tore, 1 Assist und auch heute ist er erfolgreich. 1:0, der Führungstreffer für die Rieder. Hier noch einmal. Kagel, der hier ja, mutig versucht vorbeizugehen an Trimmel, dann gute Unterstützung bekommt von Hinum, dann Glück hat, aber die zweite Chance, die man nicht so oft bekommt, dann perfekt nutzt in den Rücken. Der Rapid-Abwehr untersteht. Schul ganz alleine, hat viel zu viel Platz, Vidra zu weit weg, auch die Innenverteidiger sind nicht bei ihm. Und der lässt sich die Chance nicht entgehen, Robert Schul. 1:0 für
für die SV Jos-Gerät durch das 9. Saisontor des 21-jährigen Robert Scholl. Nicht nur gut für alle Ried-Spieler und Ried-Fans dieser Treffer, sondern gut für alle Beobachter, für alle neutralen Beobachter dieser Partie, denn ein Tor kann dieser Partie nur gut tun in weiterer Folge. Wieder Scholl. Schammel. Guter Antritt. Das macht Novota. Ein Fehlpass ohne Folgen. Benzos. Abseits. Eine sehr knappe Entscheidung. Bin gespannt auf die Zeitlupe. Aus meiner Position hätte ich hier gesagt, da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das abseits war. Ah, doch. Auch Sabitzer ganz knapp halben Schritt vorn gewesen sein, wenn man da die Linien, die mit dem Rasenmäher gezogen worden sind, als Anhaltspunkt nimmt, dürfte die Entscheidung in Ordnung gehen von Schiedsrichter Alexander Hartkamp und seinem Assistenten. Die Führung ist nicht unverdient für die Rieder, nachdem die Mannschaft sich gesteigert hat im Verlauf dieser ersten Spielhälfte. Wirklich vorbei. Und dann rutscht unter anderem Steffen Hofmann vorbei. Nein, schaut was an diesem flachen, scharf gespielten Querpass. Nächste tolle Möglichkeit, die die Rapidler hier auslassen. Ein bisschen zu leicht kommt er hier vorbei. Drei Rapidler zwar im Zentrum, aber alle sind zumindest einen Schritt von einem erfolgreichen Abschluss entfernt. Souverän, aber das Wichtigste ist, die Rieder haben diese Situation zunächst einmal geklärt. Aber Rapid noch einmal. Gebauer kann sich nicht durchsetzen gegen seinen Kollegen Jan-Marc Riegler. Eine Minute in der regulären Spielzeit dieser ersten Hälfte und dann wird wohl nicht allzu viel an Nachspielzeit dazukommen. Eine, vielleicht maximal zwei Minuten. Da waren keine wesentlichen Unterbrechungen bis jetzt in diesem flotten Spiel in der ersten Hälfte. Noch einmal Ried über links. Da ist jetzt Möschel, der Platz getauscht hat mit Krage. Das Spiel wird mit einem Einwurf für Ried fortgesetzt. Schicker.
Burgstaller kommt nicht richtig an den Ball, kann keinen Druck ausüben. Und daher rasiert der Ball nur hier über die Stirn, über die Schläfen von Burgstaller. Es gibt nur ein paar Sekunden an Nachspielzeit. Ried führt hier zur Pause unseres Live-Spiels gegen Rapid mit 1:0 nach dem Tor von Robert Schul. Gleich gibt es hier in der Pause weitere Fragen von Oliver Polz und Antworten von Roman Milich. Der Rieder Robert Schul jubelt über den Führungstreffer. Zur Pause steht es zwischen der SV Josko Ried und Rapid 1:0. Aber Roman Melich, dieses Spiel hat ein bisschen gebraucht, bis es Primetime-würdig war, oder? Ja, stimmt. Also es hat ein bisschen langsam angefangen. Viele, viele Fehler im Spielaufbau bei beiden Mannschaften. Speziell die Rieder haben sicher 20 Minuten gebraucht, um halbwegs ins Spiel zu kommen. Sind dann auch stärker geworden und haben dann aus das Tor geschossen, obwohl man natürlich sagen muss, dass Rapid schon bis zu diesem Zeitpunkt, wenn auch nicht in großer Anzahl, aber die zwei sehr gute Chancen haben, die sie eigentlich nützen hätten müssen. Ja, und die erste davon wollen wir uns gleich anschauen. Auch da hat es bis zur 19. Minute gedauert. Eine super Chance von Sabitzer, die wo entsteht? Ja, mit einem Fehlpass der Rieder, was wir gesagt haben, im Spielaufbau, ohne dass er großartig unter Druck kommt. Und da spielen die Rapidler dann sehr gut aus. Sabitzer geht in den freien Raum hinter die Abwehr, der sehr hoch steht, im 1-1. Gebauer macht alles richtig. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, die man, kann man schon vergeben, aber für das Spiel wahnsinnig hilfreich gewesen wäre, wenn sie da 1-0 in Führung gegangen wären, logischerweise. Aber es ist ihnen selten gelungen, die Riederabwehr so auszuspielen. Sie waren auch die Rapidler waren sehr ungenau im Passspiel heute. War das der Moment, in dem dann auch Ried aufgeweckt wurde? Denn unsere nächste Szene ist eine Chance für die Rieder in der 21. Minute. Da ist das Spiel dann so ein bisschen losgegangen. Sozusagen, ganz genau. Wenn auch noch immer schleppend, aber trotzdem mehr über die linke Seite der Rieder, über Kragl, da sind sie öfters durchgekommen mit Schicker im Zusammenspiel. Die Rapidler müssen auch hier konsequent erklären. Da sind sie auch heute in der Defensive, sind sie nicht wirklich konzentriert und klären die Situationen nicht richtig. Ne? Das sieht man hier und das werden wir dann beim Tor auch sehen. Hat da überhaupt sehr viele Abspielfehler gegeben auf beiden Seiten, vor allem im Mittelfeld. Ja. Aber Rapid hatte in der ersten Hälfte, da haben wir die Ried-Chance gerade gesehen, die besseren Möglichkeiten, denn die nächste Chance war auch eine absolute Großchance von Dibon. Ganz genau. Was war bei diesem Kopfball los und vor allem in der Entstehung? Ja, kurz abgespielter Freistoß, zuerst ob Variante oder nicht. Rapid ist ja bekannt dieses Jahr für Freistoß und Corner-Varianten. Dann direkt mit dem Rechten von Hofmann. Kragl verschläft komplett den Dibon, der eigentlich ein kopfballstarker Spieler ist. Kommt am Fünfer völlig freistehend zum Köpfen, weil Kragl die Situation komplett verschläft. Die kann man dann schon verwerten in so einem Spiel. In einem Spiel, wo die Rapidler nicht so viele Chancen kommen, die müssen halt einfach passen, um dann auch zu punkten. Ich kann mich an eine Partie erinnern, der sich Gebauer den Ball hier selbst reingehaut hat. Wenn es nicht sogar gegen Rapid war heute, kann man ihm nichts vorwerfen. Der ist konzentriert. Ja, auf jeden Fall. Also das weiß man. Er gehört zu den besten Torhütern in Österreich, das kann man sagen. Und in diesen beiden Situationen, die brenzlig waren, macht er alles richtig. Ja, dann der Treffer für Ried. Da hat Gebauer nichts zu tun gehabt. Die 39. Minute war es ganz genau. Schul ist der Torschütze, was man ganz gut erkennen kann, die Passhärte. Schon im Mittelfeld sehr gut bei den Riedern. Dann ist es besser geworden, ganz genau. Aber auch das Trimmel muss zuerst im Zweikampf, den hat er schon gewonnen, den Ball muss er einfach ins Out klären. Er will den Ball im Spiel halten gegen den Zweiten. Den Zweiten hat er wahrscheinlich nicht gesehen. Hier muss ich was nachfragen. Kann es sein, dass aufgrund der ersten missglückten Flanke auf Schul vergessen wurde? Oder hat man den überhaupt? Kann natürlich sein, aber darf nicht sein. Wir sehen es jetzt leider nicht mehr, aber ich glaube, wieder war es der Schul im Blick hat. Der zuerst aber nur auf die Flanke rausschaut und Schul ungefähr 2 Meter neben ihm steht, im 16er. Dort muss er sich, jetzt kommt es noch einmal. Ja, da ist Schul jetzt schon. Alleine, wir sehen das schon, aber wieder sieht man jetzt. Und er muss sich jetzt zur Schul hin orientieren. Das sind 2-3 Meter, da hätte er Zeit gehabt. Das macht er nicht. Er schaut nur auf den Ballführenden, das ist immer die Gefahr, wenn links und rechts die Angreifer durchkommen. Oft ist es so, dass die Verteidiger nur am Ballführenden schauen und gar nicht mal so Acht geben, was die gegnerischen Angreifer im 16er machen. Und das war hier der Fehler. Auf Schul nicht vergessen haben andere Vereine, denen Schul schon aufgefallen ist, wie auch die Salzburger. Es wäre im Winter zum Geld verdienen mit ihm, dann nach der Saison nicht mehr. Oder? Ja. Ja. Was ich wissen will von dir ist, du schaust so fragend. Ich bin der die Fragen stellt. Ja. Nein, aber wer hat sich denn heute einen Marcel Koller, der hier im Stadion ist, deiner Meinung nach besonders aufgedrängt? Nur Schul?
bis jetzt, Jules hat das Tor gemacht, aber im Spiel selbst ist er auch farblos geblieben, meiner Meinung nach. Großartig aufgedrängt hat sich da noch keiner. Willkommen zurück in Ried. Die beiden Mannschaften sind bereits wieder auf dem Spielfeld. Das in unveränderter Formation, also keine Wechsel. Zunächst einmal am Beginn dieser zweiten Spielhälfte die Schiedsrichter Alexander Hakam in ein paar Augenblicken mit seinem ersten Pfiff eröffnen wird. Aber der Zeitpunkt wird sicherlich kommen, vor allem wenn es bei diesem Spielstand bleibt von 1:0 für die Heimmannschaft, dass sicherlich vor allem Zoran Barisic Wechsel vornehmen wird. Warten wir mal 10, 15 Minuten in dieser zweiten Spielhälfte, was sich dann tut. Die Rieder können sicherlich auf einen Umstand, auf eine statistische Zahl bauen, denn wenn Ried 1:0 in Führung gegangen ist in dieser Saison, dann, ja dann, hat man noch nie verloren. Und gestützt auf diese positiven Erlebnisse gehen die Rieder jetzt einmal von links nach rechts spielend in diese zweite Hälfte. Und wenn, aber bis dahin sind es noch zumindest 45 Minuten, wenn dieser Erfolg dann wirklich Realität sein sollte gegen den Rekordmeister, gegen den Tabellenzweiten, ja dann wäre es zudem ein besonderer, dann wäre es nämlich der 200. Bundesliga-Sieg für Ried in der Bundesliga Clubgeschichte. Wartezeit bisher auf diesen 200. Sieg, denn den hätte man schon drei Spiele lang feiern können. Ja, wenn man gewonnen hätte, schon erst 270 Minuten. Und da wäre es fast zu weit gewesen mit der ersten guten Torchance, gleich in der ersten Minute dieser zweiten Hälfte. Los mit vielen Ballverlusten. Beut, faul. So oft arbeitet er da zu viel mit den Händen. Unerlaubt, unfair. Schul. Sofort gestört von Petzos. Sabitzer mit dem guten Auge, mit der Übersicht. Ball für Vidra. Trimmel. Schaub spielt zurück, noch einmal Schaub, Doppelpassversuch mit Steffen Hoffmann, da war es zu eng. Den Doppelpass haben die Räder nicht zugelassen. Annahmefehler von Steffen Hoffmann, da hätte sich eine Lücke ergeben können auf dem Weg in den 16er. In Wien hat der Rapid 2:0 gewonnen und da war früh alles klar. Die beiden Treffer schon in den ersten 17 Minuten. Staller und Beuth. Das 2:0 haben die Rapider dann ganz sicher und souverän über die Runden gebracht. Aber jetzt schaut es ganz anders aus. Die Gäste aus Wien müssen hier ein 0:1 versuchen zu egalisieren. Von Sabitzer und der nächste Fehlpass. Ja, er geschickt provoziert diesen Foulpfiff. Zweifelshammer. Natürlich hat Beuter wieder ein bisschen mit den Händen gearbeitet, aber da war nur ein leichter Kontakt und sofort ist der lange blonde Rieder zu Boden gegangen und Schiedsrichter Hakam hat gepfiffen. Thank you.
Frank Todt, Eckball für die SV Rietz. Für die jüngste Mannschaft in der Tipp 3-Bundesliga, die ja im Duell der beiden Junior-Teams mit 1:0 führt. Kurze Abwehr zunächst von Novota und dann schlägt Steffen Hoffmann den Ball ins Haut. Ein super Ball für Dominik Widra. Und erst dann im Zentrum zur rechten Zeit am rechten Ort Julian Baumgartner. Und kompromiss- und humorlos klärt Jan-Marc Rieger in den Eckball. Und hier noch einmal der Superpass für Dominik Widra. Unterstützung, ja, der Pass ist gut, der Schuss ist großartig und die Parade ebenso. Ein guter Pass von Robert Schul und dann dieser tolle Schuss und die großartige Parade von Jan Novota. Und hätte genau gepasst neben die Stange. Er hat das super mitgenommen, gut getroffen Thomas Hinom, toller Schuss, erster Höhepunkt in 11:2. Riesenchance für die Rieder auf das zweite Tor in dieser Partie. Ja, warum nicht? Der 19-jährige Julian Baumgartner probiert's. Von der Strafraumgrenze. Schul, kein Abseits, Novota entscheidend dazwischen. Herr Staller schafft es nicht, hier einen weiteren Treffer zu erzielen. Aber jetzt ist Rietz dem zweiten Tor sehr nahe gekommen in den letzten Sekunden. Zweimal. Von Schrammel, so hat Schiedsrichter Hakan gesehen und gepfiffen. Den Freistoß für die Rieder. Oliver Kragel, den 23-jährigen Deutschen. Ja, ist zu weit zum Tormann. Bei Rapid wird es wohl in ein paar Augenblicken den ersten Wechsel geben. Ich höre gerade von unten. Stackel macht sich bereit für seinen Einsatz hier in der Keine-Sorten-Arena.
eine 1-0-Führung gegen Rapid ist, das haben wir oft gesehen in diesem Herbst, nicht allzu viel wert. So oft sind die Rapidler nach einem Rückstand noch einmal ins Spiel gekommen haben, zumindest. Und das nicht nur einmal den Ausgleich geschafft. Also noch ist da viel Spannung drinnen in dieser Partie. Und noch immer besteht die Chance für Rapid, nachdem hier Novota schnell herausgekommen ist, diese Erfolgsserie von 11 Pflichtspielen ohne Niederlage fortzusetzen. Jetzt vielleicht Schaub. Ah. Ball verfehlt, alle Mitspieler. Und Per Staller. Rechts ist Schul ganz alleine. Und da ist Diebon dazwischen mit dem Kopf. Das war wichtig für Rapid. Ja. Noch immer der junge Patrick Möschl versucht nachzusetzen. Und jetzt gibt es wohl den Foulpfiff. Jawohl. Und das bedeutet auch, es gibt Gelegenheit für Rapid zu wechseln. Jetzt noch nicht. Das Spiel geht schnell weiter. Zu optimistisch ist er hier, Christopher Trimmel. Aber es gibt den Eckball. Da war noch ein Rieder dazwischen. Habe ich zunächst gar nicht erkannt. Ich habe gedacht, er hat ihn sich zu weit vorgelegt. Aber das stimmt nicht. Eckball für Rapid. Und Dominik Starkel macht sich bereit für seine Einwechslung. Und es wird Terence Boyd sein, der das Spielfeld verlassen wird. Der schnell weiterspielen möchte, wenn einen Fehler macht. Und die Rieder kommen sehr schnell und gut in die gegnerische Hälfte. Über die linke Seite. Wieder eine flache Hereingabe. Sonnleitner. Es gibt Abstoß für Rapid und jetzt den Wechsel bei den Gästen. Also Terence Boyd, der kein weiteres Bundesliga-Tor erzielen wird nach seinen bisherigen 7 geht. Hat keine Chance gehabt, keine gefährliche Aktion in dieser Partie und er macht Platz für Dominik Starkel. An sich auch ein Flügelspieler, aber das haben wir zuletzt gesehen. Zoran Barisic hat ihn gegen Innsbruck auch als Mittelstürmer aufgeboten. Sagt, das ist auch einer von denen, die viele Positionen spielen können. Genau auf solche Spieler stehe ich. Die müssen wir forcieren, die müssen wir fördern. Und es ist sicherlich einer, der aufgrund seiner Wendigkeit, seiner Schnelligkeit großgewachsenen Innenverteidigern, wie zum Beispiel Reifelshammer, Probleme machen kann in entsprechenden Zweikampfsituationen. Neu bei Rapid mit der Nummer 34, Dominik Starkel. Schrammel. Zu lang. Ist diese Flanke. Der Ball ist beim Nachbarn. Diesmal
Insgesamt stehen ja heute Abend 4 Partien dieser 18. Runde auf dem Spielplan. Und nicht nur hier in Ried, sondern auch in einigen der anderen Partien gibt es durchaus interessante, vielversprechende Zwischenergebnisse. Und die wichtigsten Szenen und alle Tore sehen Sie dann hier in ORF 1 nach unserem Live-Spiel. Da heißt es ab ca. 22.45 Uhr alles Fußball. Und die komplette Zusammenfassung der 18. Runde. Ja, ganz sicher, geht hier kein Risiko ein. Jan-Marc Riegler spielt den Ball ins Auto, noch Ried wird wechseln. Ja, wer geht da? Mit der Nummer 14 verlässt Jan-Marc Riegler, eben einer der beiden großen Innenverteidiger, das Spielfeld. Und es kommt mit der Nummer 5 Bernhard Janicek. Also ein Innenverteidiger geht, wird durch einen anderen jungen Mann ersetzt. 21 Jahre jung, einer, der 4 Jahre lang bei Mönchengladbach probiert hat, Fuß zu fassen, dort bei den Amateuren gespielt hat. Der 21-Jährige jetzt an der Seite von Reifelshammer im Abwehrzentrum der Rieder. Vielleicht gleich einmal mit einer ersten Bewährungsprobe, denn Rapid versucht, Druck zu machen. Sabitzer bleibt aber hängen. Gut von Hoffmann. Stackel bleibt hängen. Noch im Spiel, der Möschel. Und der nächste Eckball für die Innviertler. Nein, auch der Wurf. Dann. Starke Solaktion von Schul. Sehen wir die Aktion noch einmal, wie er sich hier schön durchsetzt und dann den Ball auch noch zur Mitte bringt. Und das ist gar nicht so schlecht. Lässt der Schrammel aussteigen und dann die Flanke, die letztendlich nicht bei einem seiner Mitspieler landet. Von Sabitzer per Kopf für Steffen Hoffmann. Mal schauen, ob startet. Ist schon im Abseits. Kann daher nicht mehr angespielt werden. Aber noch einmal die Rapidler. Schammel. Legt sich den Ball zu weit vor. Thank you.
Kagel. Man lässt sich da erfolgreich in diesen Zweikampf verwickeln, der mit einem Foul des Rieder Legionärs aus Deutschland endet. Schon fast 20 Minuten um in Hälfte 2. Eine Riesenchance oder eineinhalb wirklich Riesenchancen, gute Möglichkeiten für die Rieder, das zweite Tor zu erzielen. Ist nicht gelungen und daher steht es weiter. 1:0 für den Tabellenfünften Ried. Im Duell mit dem Tabellenzweiten Rapid. Goal für Hinum, der marschiert einfach einmal, hat Platz. Berstaller. Geht eigentlich wenig bis gar nichts bei Rapid. Man kommt kaum in den 16er. Möschel. Hoffmann. Links Schaub. Wieder Hoffmann. Ah, das war gut gespielt von Steffen Hoffmann. Und der Schuss von Trimmel ist zungenau. Gut freigespielt von Steffen Hoffmann, der rechte Rapid-Verteidiger, der hier nachrückt und dann freie Schussbahn hat, aber den Ball nicht aufs Tor bringt. Und ein weiterer Offensivmann wird kommen bei Rapid. Guido Burgstaller soll mithelfen, dass hier mehr Gefahr erzeugt werden kann. Da macht er sich bereit vor dem Tor von Thomas Gebauer. Staller steht auch bereit für seinen Auftritt hier in der Keine-Sorgen-Arena, aber zunächst zieht er sich noch von außerhalb des Spielfelds den folgenden Freistoß für Ried an. Thomas Hinum wird den Ball zur Mitte bringen mit seinem starken rechten Fuß. Da zwingt er noch und da schon zu einer richtigen Parade. Langer Ball in Richtung zweite Stange. So, während hier man auf der Suche ist nach einem weiteren Ball, nachdem auch der jetzt das Stadion vorzeitig verlassen hat, nach diesem Foul von Schaub, der hier der Übeltäter ist, aus der Sicht von Alexander Hakam wird Rapid wechseln und es geht Steffen Hoffmann. Da
Kapitän verlässt nach 70 Minuten das Spielfeld und Guido Burgstaller ist jetzt der neue Mann. Der Hoffmann in der Offensive ersetzen soll. Schul, die Lücke bringt den Ball auch durch, aber nicht aufs Tor. Macht von seinen Mitspielern, die ihm hier eben diese Möglichkeit eröffnen. Aber das ist zu wenig. Versuch bei Rapid über Schrammel. Er sieht Starke und der wird gefault. Nein, der wird nicht gefault. Da gibt es einfach nur Abstoß. Aber wir können davon ausgehen, und das ist auch statistisch belegt, dass die Schlussphase wieder deutlich an Spannung gewinnen wird. Zum einen, weil Rapid in den letzten 15 Minuten die stärkste Mannschaft in der Liga ist, da schon 10 Tore erzielt hat. Viele wichtige Tore eben auch, ich habe es vorhin angesprochen, bei Aufholjagden. Aber auf der anderen Seite ist Ritter in der Defensive hochkonzentriert, auch physisch offensichtlich top in Form, denn die Ritter haben in den letzten 15 Minuten noch kein Gegentor kassiert. Mal sehen, welche Serie da heute fortgesetzt wird. Riesen Ausgleichschance für Sabitzer. Also die Chancen, die sind da für die Rapidler hier, auf mehr als nur ein Tor. Aber abseits. Naja, eindeutig. Ja, da kommt auch gleich die Fahne. Klar, deutlich war er vorne. Marcel Sabitzer. Und weitere Sekunden vergehen. Dreht. Hat Zeit. Viel Zeit. Sabitzer für Burgstaller war dieser Ball gedacht, der jetzt links spielt. Schaub im Zentrum, Sabitzer rechts. Und ganz vorne eben Starkel bei den Rapidlern. Aber was eben so oft wirklich gut geklappt hat in den letzten Wochen, auch international, diese Kombinationen, wo der Ball schnell läuft, wo gut und direkt viel über die Flügel kombiniert wird und der Ball dann gefährlich zur Mitte kommt ins Angriffszentrum. Das gelingt den Rapidlern heute praktisch gar nicht. Wird gut unterbunden von den Riedern. Oh, super von Bärsteiner! Und das ist das 2:0! Tolle Vorarbeit von Bärsteiner und der Torschütze ist Andreas Schicker. Ein befreiender Treffer für die Rieder, der die Führung auf 2:0 erhöht. Und das eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Erster Saisontreffer für Andreas Schicker. Erster Bundesliga-Treffer in der Karriere von Andreas Schicker. Gratulation, super vorbereitet von Per Staller. Ja,
Ja, natürlich auch die Erleichterung bei Michael Angerschmidt, der gemeint hat, wir müssen vor allem im Vergleich zu den letzten Spielen diese vielen Ballverluste im Spiel nach vorne abstellen. Die hat es auch heute gegeben, sehr viel in der Anfangsphase, dann ist es ein bisschen besser geworden, aber es sind eben auch durch die Ausfälle, Verletzungen und Sperren einige Automatismen verloren gegangen im Riederspiel, das gut funktioniert hat, alles in allem in dieser Saison. Und jetzt steht es hier 2:0, also alles gut aus der Sicht von Angerschmidt und seiner Innviertler Mannschaft. Pisa-Test-Jargon zu bleiben, eine 2:0-Führung, eine Viertelstunde vor dem Ende, das könnte für einen Dreier reichen heute. Für die Rieder, und dann könnte man zumindest einmal zur Austria aufschließen, punktemäßig. Ob die Grüdiger heute noch was dazu gewinnen, sehen wir dann später. Sind wir zu Gast in Innsbruck auf dem Tivoli. Guter Ball. Foul, oder? Ja. Freistoß für Rapid. Schaub, Gebauer kommt nicht an den Ball, aber seine Kollegen können klären. Sonnleitner hätte hier die Chance bekommen, fast für einen Torschuss. Schul. Mittendrin in der Rapid-Viertelstunde hier in Viertel. Rapid braucht dringend zunächst einmal den Anschlusstreffer, aber es sieht nicht danach aus. Die Rieder sind schon wieder vor dem Tor von Jan Novota. Macht sich der nächste Mann bereit, der nächste Offensivspieler, Lukas Grozorek. Und dann hat Soran Barisic wirklich schon alles unternommen und alle gebracht, die Offensive nicht nur buchstabieren, sondern auch erfolgreich interpretieren können. Natürlich muss er auch, er muss riskieren. Es geht nur noch rund 12 Minuten und der Ball ruht in einiger Entfernung zum Tor von Jan Novota. Freistoß für Ried. Oder Krage hin und spielt auf oder auch nicht. War nicht sehr gut angetragen und auch zu leicht. Da hat Novota schon gewartet. Weiterhin 2:0. Und jetzt, während wir noch einmal den schönen Treffer von Schika sehen, wird der nächste Wechsel, der letzte von Rapid, vorbereitet. Hier nochmal die schöne Vorbereitung. Schönes Stichwort von Julius Bärstaller. Und bei Rapid, Sie sehen es, ist Dominik Widra aus dem defensiven Mittelfeld herausgenommen worden und sitzt jetzt auf der Bank. Grozorek ist drinnen in der Partie. Vor den Augen des eigenen Trainers.
könnte ein Klassenbucheintrag werden. Schrammel. Ja, auch Michael Angerschmidt tauscht, nimmt Julius Perstaller vom Platz, der auch seinen Auftritt hatte, einen nicht unwichtigen vor dem 2:0 für die Rieder. Und wer ist neu im Spiel? Mit der Nummer 29, Jakob Kreuzer, der nächste ganz junge Mann, 18 Jahre. Stürmer für Stürmer. Und es wird immer wahrscheinlicher, der Rapid-Frühling, der da mitten im Herbst stattfindet und vielleicht in ein paar Minuten nur mehr stattgefunden hat, der könnte zu Ende gehen. Zoran Barisic hat immer betont, alles wächst, blüht und gedeiht bei Rapid. Er war sehr zufrieden in den letzten Wochen und klar war und ist auch das Fachgebiet des grün-weißen Chefgärtners. Es sind Eigengewächse, viele, viele junge Spieler, die auch bei den Rapid-Amateuren betreut hat, sind mittlerweile in dieser Mannschaft mit dabei. Einige mit Kurzeinsätzen, andere haben sich auch schon zu Leistungsträgern entwickelt. Ja, und auch bei der SV Joskurit wird ja seit Jahren, wenn wir in diesem Jargon bleiben wollen, erfolgreiche rot-weiß-rote Monokultur gepflegt. Die einzige Legionärspflanze ist Oliver Kragel. Doch da sind viele, viele junge österreichische Talente an die Bundesliga herangeführt worden, immer wieder in den letzten Jahren, nicht nur in dieser Saison. So, Sonnleitner gleich einmal gestört. Schaub und Petzos. Ja, der legt sich den Ball zu weit vor, bekommt aber das Foul. Kurzes Wortgefecht zwischen Petzos und Möschel. Dibon. In den Rücken von Burgstaller. Schlecht gespielt, Ball ist weg. Vielleicht. Noch ist die Möglichkeit da. Gebauer, Nachschuss, Stange. Anschlusstreff, abseits. Abseits. Treffer zählt nicht. Es bleibt beim 2:0 für die Rieder. Eine Abseitsstellung von Stakel. Ja. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum bei dieser richtigen Entscheidung. Es zeichnet sich hier ein Erfolg der Rieder ab, der Dean Fiedler nicht nur in der Tabelle wieder ganz nah heranführt an Tabellenplatz 3, sondern der auch viel Kraft geben wird in den letzten 7 Duellen. Gegen und mit Rapid gab es 5 Niederlagen für die Rieder. Und jetzt steht es hier 2:0 und es sind noch 6 Minuten zu spielen. Kozurek abgefälscht. Nicht ungefährlich für Gebauer. Es gibt Eckball für Rapid. Noch einmal. Konsequent, nicht genau genug gespielt, dieser Konter, der durchaus
ein gefährlicher Angriff hätte werden können. Herr Möschler zwingt hier diese Unterbrechung. Klar, da wird jede Gelegenheit genutzt, um die Uhr herunterzuspielen vor diesem vielleicht historischen Erfolg, der sich abzeichnet, vor dem möglicherweise 200. Bundesliga-Sieg in der Clubgeschichte der SV Jos Gorit. Noch einmal dieser Schuss, der abgefälscht wird, Schuss von Starke, der aber auch kein Rapid-Erfolgserlebnis bringt. Die Rieder, ganz interessant, am Sonntag im ORF-Live-Spiel in Salzburg klar geschlagen. Heute im ORF-1-Live-Spiel, wie es scheint, auf der Siegerstraße. Und die Rieder sind auch am kommenden Sonntag Hauptdarsteller in unserem Bundesliga-Live-Spiel. Dann in der 19. Runde, da sind die Rieder zu Gast in Wolfsberg. Ab 15.50 Uhr sehen sie die Partie WAC gegen Ried. Elfmeter. Er hat kurz gezögert, hat sich wahrscheinlich mit seinem Assistenten noch über die Kommunikation abgesprochen, der Schiedsrichter Hakam. Und dann kam der Pfiff. Elfmeter für Rapid. 4 Minuten vor dem Ende. Sabitzer. Ja, den muss er geben. Der rutscht ihm Schicker hier in die Beine. Ganz klare Sache, da gibt's nichts. Das ist Elfmeter. Und jetzt könnte mit einem Schlag, mit einem Schuss noch einmal extrem viel Spannung in diese Schlussphase, in diese letzten Minuten hineinkommen. Elfmeter für Rapid, Burgstaller macht sich bereit. Burgstaller gegen Gebauer und der hält und wie! Thomas Gebauer hält den Elfmeter von Guido Burgstaller. Und dann wird es wohl nichts mit einem Punkt für Rapid hier in Ried. Noch ein Wechsel. Nein, Sandro stürmt da bereits aufs Spielfeld. Aber der Wechsel kann noch nicht durchgeführt werden. Ja, jetzt ist es soweit. Da ist er, Sandro. Der ist schon hineingelaufen gerade mal. Wurde zurückgepfiffen und jetzt darf er kommen. Für Möschel. Ja, der immer wieder für Bewegung gesorgt hat, für Unruhe am Flügel bei den Rädern in der Vorwärtsbewegung, in der Offensive seine Position gut gespielt hat. Sandro kommt und stürmt hinein in den 16er. Eckball nach der tollen Parade von Thomas Gebauer. Noch einmal, der Elfmeter. Er war scharf geschossen, aber er war einfach nicht platziert genug geschossen. Und da hat Gebauer die Chance, mit der Hand da noch an den Ball zu kommen. Und macht hier diese wirklich tolle Parade. Herrliche Abwehr von Thomas Gebauer. An einem Abend, an dem für die Rieder, wie es scheint, alles passt. Ein weiterer später Höhepunkt für den Rieder Goalie, der zuletzt auch stark gespielt hat. Nicht nur heute, der zwei ganz große Rapid-Chancen in der ersten Hälfte zunichte gemacht hat und jetzt auch den Anschlusstreffer nicht zugelassen hat. Thank you.
die letzten Sekunden der regulären Spielzeit. Für die Rieder, die noch einmal kommen. Sandro ist in der Mitte zwischen Schrammel und Sonnleitner. Und es gibt noch ein Foul und es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Das sei auch erwähnt an dieser Stelle. Gelb für Trimmel. Ja, der da hineinspringt. Und das ist auch eine Karte jetzt in diesen letzten Sekunden, die zur Folge hat, dass Christopher Trimmel am kommenden Wochenende auch jetzt am Rotationsmodell aktiv teilhaben kann. Er ist gesperrt und nicht mit dabei in der nächsten Runde. So, also 3 Minuten Nachspielzeit. Die erste davon ist fast schon wieder vorbei. Für Rapid zeichnet sich die 2. Auswärtsniederlage der Saison ab. Erst die 2. Man war die beste Mannschaft auswärts mit nur einer Niederlage gegen die Admira. Heute gibt es, wie es scheint, ein 0:2 hier in Ried. Bei Rapid ist es heute einfach im gesamten Spielverlauf betrachtet nicht so gut gegangen, spielerisch eben vor allem. Die Anzahl der wirklich gut kombinierten und vorgetragenen Angriffe, die war doch recht überschaubar. Ja, da ist das Motto: nur mehr Bälle weg. Sonnleitner versucht noch einmal verbal Frust abzubauen. Und das alles in der letzten Minute, in den letzten Sekunden dieser Partie. Ja, das war der letzte Ballkontakt in dieser Partie von Sonnleitner. Gratulation an die SV Joskurie zum 200. Bundesliga-Sieg in der Vereinsgeschichte. Gratulation, nachdem man fast den gesamten November auf einen Erfolg warten musste. Nach 3 Spielen ohne Sieg gelingt er heute. Und das gegen den Tabellenzweiten, gegen Rapid. 2:0, nicht unverdient. Nach dem entscheidenden 2. Tor von Andreas Schicker hier mit der Nummer 6. Er trifft zum allerersten Mal in seiner Bundesliga-Karriere das 1:0 durch Robert Schul. Diese beiden Treffer und auch Gebauer, der mit starken Paraden gezeigt hat, wie wertvoll er ist für seine Mannschaft. Die 3 sind die Hauptverantwortlichen, die 3, die man herauspicken kann. 2:0 für Ried. Hier ist Robert Schul, den wir auch gleich erwarten bei einem ersten Interview, bei einer ersten Stellungnahme unten am Spielfeldrand bei Dennis Bankowski. Es gibt jede Menge Nachschlag. Es gibt noch einmal die genauen Analysen und das genaue Ergebnis der Ried-Studie, die wir heute hier miterleben durften. Und dann alle anderen Spiele und Tore dieser Runde. Das war's von mir. Bitte, Dennis Bankowski, du bist am Wort. Robert Schul, würden wir den heute bei dieser Partie schon rausnehmen aus Ried? Wäre das trotzdem so gut gelaufen? War der heute wieder so wichtig für dich? Naja, er war vor allem der Torschütze zum 1:0. Er war wichtig. Er hat sich auch erste Halbzeit gesteigert, hat er wirklich gute Aktionen. Da sieht man, was er für Handlungsschnelligkeit hat. Die Spielintelligenz, die er mitbringt, die Technik sowieso. Er ist sehr robust, körperlich robust, technisch trotzdem stark, spielt gute Pässe und ist torgefährlich. Also im Offensivbereich sicher im Moment einer der heißesten Aktien am Transfermarkt in Österreich.
Ja, eine der heißesten Aktien in diesem Land, in diesem Fußballbetrieb Bundesliga war immer für viele Jahre Steffen Hoffmann. Wir haben während der Partie beim Zuschauen schon ein bisschen über ihn gesprochen. In der 67. Minute eine Chance für Rapid, die über Steffen Hoffmann läuft. Wir haben aber auch ein bisschen darüber gesprochen, dass bei dem nicht mehr so ganz die Geschwindigkeit, das Tempo da ist. Hier in dieser Aktion ganz großartig. Ja, das ist absolut okay. Ein Konter, den sie gut anspielen. Jetzt der Laufweg rechts außen von Starkl ins Zentrum, der Raum wieder aufgerissen. Dann der Schuss von Trimmel. Ganz und, genau. Etwas hier in der Zeitlupe behaupte ich, hat man fast schon ein wenig am Gesichtsausdruck von Trimmel gesehen. Im Schuss war er sich schon klar, das wird nichts. Wobei es eigentlich recht knapp war. Ja, nur natürlich ist ganz schwer aus der Position, in der dieser Ball war dann wirklich ein Tor zu erzielen. Also, und Gebauer war in guter Form heute. Er hat das 0:0 gehalten, erste Halbzeit, und hat auch in der zweiten Halbzeit fehlerlos gespielt. Ja, also nichts geworden heute mit Punkten für Rapid. Wir hören jetzt Christopher Trimmel. Jede Serie geht einmal zu Ende. 11 Pflichtspiele en suite jetzt ohne Niederlage. Warum hat man heute eigentlich vieles vermissen lassen, was man in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht hat? Sprich, schnelles Kombinationsspiel, gefährliches Spiel über die Flügel. Warum hat das eigentlich nur zu Beginn geklappt heute? Boah, schwer zu erklären. Wir müssen das selber erst analysieren. Ja, es ist sehr schade natürlich, weil es war nicht verdient, dass wir da gewonnen hätten. Und ja, und ich glaube, solche Spiele gibt es. Das Wichtigste ist jetzt Kopf hoch und weitermachen. Wie lässt sich das erklären? Man beginnt eigentlich mit breiter Brust, furios, kein Wunder nach den letzten Leistungen. Und dann irgendwie nach 15, 20 Minuten reißt da der Faden. Ja, ist ganz klar. Wir haben eigentlich zu Beginn super Chancen gehabt. Wenn man das dann nicht macht und irgendwie das Spiel immer länger wird, wird es schwierig. Auf den Kopf und dann bekommt man den Gegentreffer und dann wird es natürlich noch schwieriger. Und war leider nicht so wie die letzten Spiele. Ja, 7 Spiele ohne Niederlage für Rapid. Heute ist diese Niederlage vor allem in der 74. Minute besiegelt worden durch das 2:0 von Andreas Schicker. Und in das wollen wir auch noch mal ganz genau hineinschauen, Roman. Ja, wir sehen sehr guter Weiterpass von Gebauer von diesem ruhenden Ball weg. Dann sind es 3 Ballkontakte, sind das Berster leider den Ball im Kopf perfekt reinbringen lässt in den freien Raum. Der Schicker hat wieder schwere Zeiten jetzt hinter sich in Ried, weil er seine Stammposition praktisch verloren hat. Aber heute ein gutes Spiel gemacht hat. Und hätte ich mir nicht gedacht, dass ich mir das einmal erlebe, dass der mehr Tor schießt. Na, das wirst du ihm so nicht sagen? Doch. Okay. Berstaller hingegen können wir auf jeden Fall auch ein Lob aussprechen. Ganz großartig weiter, wobei die Szene schon von Gebauer los. Hier noch einmal, man sieht, genau, super Pass von Gebauer. Und auch hier Trimmel, der Schicker ein bisschen aus den Augen verliert und den Raum nicht schließt richtig. Also Trimmel gefällt mir in der Offensive sehr gut. Aber heute in der Defensive hat er sich 2 Fehler erlaubt, die dann beide leider zu Gegentreffern geführt haben. Sehr schönes Tor, also von Andreas Schicker jetzt im Gespräch mit Dennis Bankowski. Nein, ich muss einmal sagen, das ist jetzt Zeit geworden. Ich glaube, ich habe 145 Partien gebraucht, dass ich einmal triff. Ja, es hat sich, war ein schöner Spielzug vom Oli über den Bersti und dann bin ich durchgegangen und dann habe ich ihn, glaube ich, ganz staubig reingehauen. Ja, das freut mich sehr. Was fühlt man da beim allerersten Bundesliga-Treffer? Ja, ich meine, das Wichtigste, dass wir da gewonnen haben. Wir haben jetzt eine schwierige Phase hinter uns gehabt. Heute wieder ein paar Verletzte und ja, wir sind über den Kampf ins Spiel gekommen. Und ja, das ist natürlich, wenn ich der Mannschaft so helfen kann, als Verteidiger, ist das dann umso schöner. Ein Punkt jetzt aus den letzten 3 Spielen. Wie gut tut es heute und wie wichtig war es auch? Ja, sehr wichtig. Natürlich fängt man das Grübeln an. Es ist dann nicht mehr so grün. Es sind die Automatismen ein bisschen verloren gegangen. Ja, und das haben wir, glaube ich, heute gesagt. Erste Halbzeit vor allem über den Kampf. Zweite Halbzeit haben wir dann auch schon gesehen, dass wir spielerisch wieder reinkommen. Ja, und ich glaube, der Sieg war dann auch mehr als verdient. Obwohl es dann in der Schlussphase fast ein wenig danach ausgesehen hat, als ob da noch was geht, oder ob es heiße Schlussminuten mit Nachspielzeit geht. Denn in dieser Schlussphase, so 4 Minuten vor Ende der 90 Minuten, gab es die Situation mit dem Foul im Strafraum und dem Elfmeter. Hier nochmal. Ja, klare Sache. Das muss man den Rapidlern schon zugute halten, dass sie nie aufgegeben haben. Da sieht man, dass das Selbstvertrauen, was sie gewonnen haben aus der heurigen Meisterschaft, weil sie schon oft Rückstände in Siege verwandelt haben sogar, oder zumindest ausgeglichen haben. Der Elfmeter ist nicht drin. Auch hier Gebauer, der super reagiert, der die Ecke errät und die Hand noch rechtzeitig in die Höhe kriegt. Der ist nicht ganz genau geschossen, aber er war scharf. Ja. Und wenn man vorher gehört hat, Robert Schul, Man of the Match, Gebauer, glaube ich, hätte es sich genauso verdient heute. Ja, so ist es. Und darum wollen wir diesen Gebauer jetzt auch hören im Interview. Thomas Geber hat zum Schluss noch einen Elfmeter von Guido Gurkstaller pariert. War das die Krönung heute einer sehr, sehr guten Leistung der Rieder nach zuletzt doch durchwachsenen Leistungen?
Ja, das Wichtigste war heute unser Auftreten. Das hat von Anfang an passt und deswegen bin ich mir sicher oder gehe davon aus, dass der Sieg auf jeden Fall verdient war. Wir sind von der ersten Sekunde an wirklich mit dem Willen ins Spiel gegangen, das Spiel zu gewinnen und das hat man jedem Einzelnen am Spielfeld angesehen. Warum hat man eigentlich 10, 15 Minuten gebraucht, um so richtig auf Touren zu kommen? Zu Beginn hatten Sie ja doch sehr, sehr viel Arbeit, sehr großer Druck von Rapid. Ja, natürlich. Rapid ist mit einer breiten Brust herkommen. Sie haben natürlich gleich am Anfang Gas gegeben. Wir haben uns wieder ein bisschen finden müssen, weil wir wieder mal umstellen haben müssen. Von daher braucht man da einfach ein paar Minuten am Spielfeld, um wirklich reinzukommen. Aber dann sind wir immer sicherer am Ball geworden im Passspiel, im Spielaufbau. Und dann waren wir einfach deutlich überlegen. Und dann haben wir, wie gesagt, hochverdient gewonnen. Aber es hat eben bis zur 39. Minute in dieser Partie gedauert. Da ist der erste Treffer gefallen. Roman Melich hat den Zeichenstift nochmal in die Hand genommen. Und wir schauen uns dieses 1:0 nochmal an. Von Schul. Ja, die Grafik fehlt noch. Wird jetzt dann gleich kommen. Ich muss ihn noch mal sehen. Zwei Flanken gebraucht. Ist der Ball auch wirklich angekommen? Wir haben schon besprochen, da ist Schul auch ziemlich vernachlässigt worden vor dem Rapid-Tor. Und jetzt das Ganze mit deiner Analyse. Ja, zuerst einmal dieses Zuspielen jetzt auf Schicker, der den Ball schaut einfach aus, aber ist sehr effektiv in dieser Saison. Direkt in die Spitze spielt, spielen sie dann schön aus. Jetzt Finger von Trimmel, der den Ball klären muss ins Out. Setzen sie gut nach. Kein Upside, wie man hier sieht. Und jetzt das Entscheidende ist aber dann doch, das ist etwas glücklich dabei, dass der Ball wieder zu ihm kommt. Jetzt der Stangelpass, jetzt sieht man in der Mitte den Torschütz, den Schul. Alle Rapid-Verteidiger, das weiß ist das Blickfeld der Spieler, alle nur noch zum ballführenden Spieler und keiner kümmert sich mehr um den Angreifer, der dann eigentlich für ihn leicht ist, dann die Führung zu erzielen. Ja, nichts ist es geworden für Rapid mit dem 12. Pflichtspiel ohne Niederlage. Ob das, was wir alles jetzt hier erzählt haben, auch wirklich stimmt, überprüft unser Kollege Denis Pankowski bei Zoran Barisic. Nach 11 Pflichtspielen ohne Niederlage en suite ist heute diese tolle Serie von Rapid zu Ende gegangen. Trainer Zoran Barisic, warum hat man heute doch einiges vermissen lassen, was die Rapidler in den letzten Spielen ausgezeichnet hat? Ja, vor allem die Effizienz bei 0:0 haben wir zwei sehr gute Torchancen vorgefunden. Die haben wir leider Gottes nicht genützt, haben zwei unnötige Tore bekommen. Also alles in allem war es eigentlich ein verschenkter Sieg. Möglicherweise, ja, waren wir von Anfang an nicht so giftig wie normal, haben in einer Phase in der ersten Halbzeit, Ende der ersten Halbzeit, haben wir sehr viele Ballverluste gehabt, unnötige Ballverluste, haben die Bälle nicht gut sichern können, beziehungsweise haben den einfachen Pass nicht gesucht. Aber trotzdem ist es so, dass wenn wir da 1:0 in Führung gehen, was wir uns vorgenommen haben, hätten wir es uns ein bisschen leichter getan. War das auch der Grund, diese vergebenen Chancen nach einem sehr, sehr guten Beginn, dass dann Ried immer stärker geworden ist und Rapid doch ein bisschen abgebaut hat? Es waren nicht die vergebenen Chancen, sondern es waren die Ballverluste, die unnötigen Ballverluste, die wir im Mittelfeld gehabt haben. Das hat uns ein bisschen aus der Balance gebracht und wir haben es uns einfach selbst schwerer gemacht, als wir es vorgehabt haben. Und so ist die Niederlage zu erklären. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. Am Sonntag findet bereits das nächste Spiel statt. Auf das haben wir uns jetzt vorzubereiten. Erichauer. Dabei hat Rapid in den Gründungsfarben Rot und Blau in der ersten Hälfte das Spiel größtenteils im Griff und kommt nach 19 Minuten auch zur ersten Top-Gelegenheit durch einen der vier Neuen in der Startelf, Marcel Sabitzer. Aber Thomas Gebauer, zuletzt schon in Hochform unterwegs, verhindert hier einen Rückstand. Beuth, Schaub und Sabitzer nicht im Abseits, das hätten wir jetzt auch noch geklärt. Gebauer klärt mit einer Fußabwehr. Ja, Ried ohne den verletzten Gartler und den gesperrten Walch, nur Standards gefährlich. Hier ein Kracher von Oliver Kragel, den Faustkämpfer Jan Novota entsorgt. 23 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt, 5 Minuten später wieder Rapid. Gute Flanke von Kapitän Hofmann, da ist Diebon und da ist schon wieder Gebauer. Es soll nicht sein mit dem ersten Bundesliga-Tor von Christopher Diebon für Rapid. Nach einer halben Stunde kommen die Rieder besser ins Spiel. Immer wieder geht es über den starken linken Flügel. Kragel, der dort heute eigentlich nur aushilft, unter Unterstützung von Hinom. Und dann bekommt er eine zweite Gelegenheit und Schul profitiert davon.
39. Minute, 9. Saisontor von Robert Schull und Ried führt 1-0. Trimmel hatte die Situation fast schon geklärt. Hinum auf Kragl, der ist nicht im Abseits. Die erste Hereingabe nicht gut. Die zweite landet genau vor dem völlig blanken Schull. Schwerer Deckungsfehler bei Rapid. Toller Abschluss von Schul gegen Ende der ersten Hälfte. Dann nochmal Rapid mit Nachdruck, mit Trimmel. Aber da fahren dann gleich drei Mannschaftskollegen an dieser Hereingabe vorbei. Am nächsten war noch Luis Schaub dran. Nix mit einem 8:0 in dieser Saison für Jan Nowota. Ganz im Gegenteil. Der Rapid-Torhüter steht kurz nach dem Wechsel zweimal im Mittelpunkt. Schul diesmal als Einfädler für Hinom. Guter Schuss, toll pariert von Nowota. Ja, und dann nur 3 Minuten später diese Geschichte. Widra kann den Ball nicht kontrollieren. Guter Pass in die Spitze. Da ist Perstaller, aber da ist auch wieder Jan Nowota. Perstaller setzt den verletzten Gartler. Natürlich kommt dieser Pass vom überragenden Schull. Perstaller nicht im Abseits, aber er kann den Ball nicht mehr entscheidender laufen. Gutes Stellungsspiel auf jeden Fall vom Rapid-Torhüter. Eine Stunde absolviert. Rapid erkennt die Zeichen der Zeit, versucht die Konter schneller und direkter zu Ende zu spielen. Hofmann, seine letzte Aktion, wird kurz darauf ausgewechselt und dann Trimmel mit Schmackes, aber drüber. Trimmel holt sich nachher noch seine 5. Gelbe und ist in Wolfsberg am Sonntag gesperrt. Kurz vor Beginn der letzten Viertelstunde. Kragl, dann Perstaller mit dem Kopf, da ist Andreas Schicker und es steht 2:0. Ein Treffer für die Geschichtsbücher im 145. Bundesligaspiel trifft Andreas Schicker erstmals in des Gegners Kasten. Clever vorbereitet von Perstaller. Trimmel ist da irgendwo in der Prärie und aus dieser Entfernung hat Nowota keine Abwehrmöglichkeit mehr. Die Partie scheint entschieden, aber Rapid drückt nochmal mit frischen Kräften, zum Beispiel Burgstaller. Und dann schiebt ein weiterer Joker, nämlich Stakel, den Ball ins Tor. Allerdings steht der beim Schuss von Burgstaller im Abseits. Richtige Entscheidung, der Treffer zählt nicht. 3 Minuten noch offiziell. Sabitzer in der zweiten Hälfte nicht mehr so präsent. Hier wird er von Schicker zu Fall gebracht und Schiedsrichter HKM entscheidet auf Strafstoß. Es ist bereits das 7. für Rapid in dieser Spielzeit. Und der geht wohl in Ordnung. Burgstaller gegen Gebauer. Der pariert, der 4. Elfer gegen die Rieder in dieser Saison. Nur einer wurde verwandelt von Admiral Stefan Schwab. Thomas Gebauer mit einer tollen Parade bei einem, naja, nicht so platziert geschossenen Elfer von Burgstaller. Jeweils 2 Gegentore haben die Rieder in den letzten 3 Spielen kassiert. Heute spielen sie zu 0 nach 11 Partien. Ohne Pleite ist die Serie von Rapid im Innviertel zu Ende gegangen. Ried darf sich über eine Steigerung, was die Leistung und was das Resultat betrifft, freuen. Aber alle freuen sich natürlich mit diesem Andreas Schicker. Was ist heute anders, Andi Schicker? Irgendwas ist heute anders. Ja, ich habe mir ein Goal gemacht. Wie viel Geduld war da vonnöten? Ich meine, wir haben ja ein paar Wochen schon auf diesen Moment gewartet. 145 Bundesligaspiele. Ja, Geduld. Sicher denkt man sich oft, das gibt es nicht, weil im Training schießt es auch teilweise gut rein. Aber ja, heute hat die Situation ideal passt. Und ja, war ich, glaube ich, ganz eiskalt vom Tor. Und ich wusste, irgendwann wird es passieren, weil ganz ein Blinder bin ich ja nicht. Von dem her, ja, ist jetzt passiert und gefällt mir natürlich riesig. Auch ein besonders schöner Moment hier gegen Rapid in einem entscheidenden Moment. Ja, sicher. Also vor allem gegen Rapid. Gute Stimmung war heute. Ja, also von dem her ist das schon ein besonderer Moment und freue mich riesig, wirklich. Am Schluss Elfmeter für Rapid. Wollten Sie da noch ein bisschen Spannung reinbringen in diese Partie? Nein, war ein dummes. Ich glaube, es war ein klarer Elfer, oder? Also ja, habe ich viel zu schnell attackiert, darf ich nicht machen. Ja, ist passiert, aber
der Gewi hat den, glaube ich, sensationell gehalten und von dem her haben wir das dann souverän und, glaube ich, auch sehr verdient heimgespielt. Andi Schicke, ich habe in der Hand die Kaderliste der SV Ried. Da stehen Sie noch bei 0, war natürlich von vor der Partie. Soll ich Sie zerreißen oder wollen Sie das machen? Ja. Los geht's. Vielen Dank fürs Gespräch. Lange hat es gedauert, aber heute hat es funktioniert. In seinem 145. Bundesligaspiel erzielt Andreas Schicker, der linke Verteidiger der SV Ried, endlich seinen ersten Bundesligatreffer. Wie viele Spiele haben Sie eigentlich gebraucht, Herr Robert Weber, um Ihr erstes Bundesligator zu erzielen? Eines. Eines? Im ersten Spiel gegen Rapid. Für Sturm. Für Sturm, Kopftor. Ja. Angeber. Ja, was soll ich machen? Die Wahrheit kann ist nicht lügen, zumutbar. Genau so ist es. Wichtiger Sieg heute für die Rieder, nach zuletzt zwei Niederlagen. Am Sonntag in Salzburg war der Trainer Michael Angerschmidt fuchsteufelswild. Heute wird er jubeln nach dem Spiel, oder? Wir können. Soll ich mit dem Ried-Trainer noch einmal das mit der Laune bringen? Oder Michael Angerschmidt, lassen wir die Laune weg? Also interessieren tät's mich schon jetzt nach dieser Partie. Ja, nach so einem Spiel, denke ich mal, ist die Laune immer gut. Wir haben genau das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren kompakt, wir waren laufstark. Haben dann auch auf einmal Zweikämpfe gewonnen, haben dann Ballbesitz gehabt, haben dann ganz gut nach vorne kombiniert. Und es war heute einfach ein Sieg des Willens. Wir haben auch bei der Besprechung gesagt, sie müssen die Rieder-Tugenden heute wieder mal auspacken. Das heißt einfach laufen, kämpfen um jeden Ball. Und das haben sie dann perfekt gemacht. Andi Schicker trifft, das war hier noch nicht so im Sprachgebrauch. Ist das jetzt erst der Anfang gewesen? Ja, ich hoffe, dass der Schicker Andi jetzt das eine oder andere Tor mehr schießt. Also, ich weiß ja nicht, wie viele Bundesligaspiele er hat. Ich denke mal so um die 150 und hat heute sein erstes Tor gemacht. Ich denke, den werde ich morgen besonders belohnen. Es war sein 145. Vielleicht sonst noch ein paar Unsung Heroes. Trauner und Krage heute auch überragend. Ja, wir waren generell wieder besser. Wir waren besser hinten vom Spielaufbau. Das Zentrum hat besser funktioniert zuletzt. Wir waren dort einfach auch aggressiver, näher am Mann, haben dort mehr Zweikämpfe gewonnen. Es ist dann automatisch, dass das Spiel nach vorne besser funktioniert. Der Oliver Kragl ist dann über die linke Seite, hat sehr, sehr viel Druck gemacht, hat dann auch einen Trimmel immer wieder in der Defensive beschäftigt, der ja sonst immer sehr gerne in der Offensive ist. Es war der Robert Zuli wieder viel besser wie in den letzten Spielen und das wirkt sich halt dann auf das Spiel aus. Was ist spannender als der Kampf um Platz 2 in der österreichischen Bundesliga? Nix. Ja, im Moment nicht wirklich viel. Dankeschön. Ja, die Rieder sind damit seit 5 Heimspielen ungeschlagen. 0:5 Niederlage gegen Salzburg. Danach gab es 3 Siege und 2 Remis. Für Rapid ist heute eine Erfolgsserie zu Ende gegangen. Nach 7 Bundesligaspielen ohne Niederlage, nach 11 Pflichtspielen ohne Niederlage. Heute dieses 0:2 in Ried. Einfach passiert? Ja, in Ried kann man verlieren. Überhaupt, wenn die Mannschaft so spielt, wie die Rieder heute aufgetreten sind, wirklich sehr kampfstark, wie der Trainer schon gesagt hat, sehr konzentriert von Anfang an und auch in der Offensive sehr stark. Wichtig auch für die Oberösterreicher, dass sie heute wieder so konzentriert, so stark aufgetreten sind, haben sehr viele junge Spieler in ihren Reihen, die natürlich auch gleich einmal den Glauben in die eigene Qualität verlieren, wenn sie nicht wieder gewinnen nach 2 Niederlagen. Und darum der Sieg gegen Rapid heute war sehr wichtig. Auf der anderen Seite hat man halt Fehler gesehen, vor allem in der Defensive von Rapid, die sie natürlich gegen Kiew nicht machen dürfen, weil der Gegner wird noch ein bisschen stärker sein als Ried. Ja, und gegen Kiew müssen sie auf alle Fälle zumindest einen Treffer erzielen. Die Rapidler, heute haben sie erstmals seit 6 Spielen kein Tor erzielt. Zoran Barisic nach der Partie mit seinem Resümee. Rapid verliert also wieder einmal. Zoki Barisic, was war heute anders? Ja, dass wir bei 0-0 nicht einer der 2 Top-Chancen verwerten konnten und unnötigerweise in den Rückstand geraten sind und erst viel zu spät aufs Tempo gedrückt haben. Aber das Tor war heute einfach für uns wie zugenagelt. Ja, wieso ist man diesmal einfach mal nicht zurückgekommen? Ja, zum einen, weil wir unsere Chancen nicht verwertet haben und auch einen Elfmeter verschossen haben, aber okay, das passiert. Wir müssen daraus lernen, Spiel abhacken und uns vorbereiten auf das nächste Spiel, das bereits am Sonntag stattfindet. Wie gescheit hat es Ried auch gespielt heute? Ja, es liegt ja in erster Linie an uns. Wir haben
ganz gut begonnen, haben den Gegner dominiert und wie gesagt, wir haben zwei sehr gute Torchancen vorgefunden bei 0:0. Wenn wir treffen, ja, erleichtert uns das ganze Leben, aber es ist halt so gewesen, dass wir eben nicht getroffen haben. Wir haben auch zeitweise den Faden verloren. Ja, in dieser Phase, wo wir das Gegentor bekommen haben, da haben wir sehr viele Fehler gemacht, haben zu kompliziert gespielt, haben nicht den einfachen Ball gespielt, haben die Bälle nicht gut gesichert. Und also, wie gesagt, haben viele Kleinigkeiten entschieden. Das ist halt im Fußball, da geht es um Detailarbeit und ja, gewisse Dinge haben wir heute nicht so gut gemacht wie sonst. Sie wirken so gefasst, fast als ob es wurscht wäre. Täusche ich mich? Na, innen drinnen schaut es schon ganz anders aus, aber... Muss ja Kontinenz bewahren, oder?